Gut, warte mal, Timer, genau, das war die, wo man den Timer einstellen konnte. Okay, sehr schön. Da drauf drücken zum Stoppen, alles klar. Okay, bereit, wenn Broski ist Ja, es. bin bereit, wir sind drauf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Show hier auf Excel Entertainment, die überhaupt nicht von Pietsmiet geklaut ist. Wir spielen heute Ich hab's richtig, aber ich hab's falsch. Das ist eine Show, die uns auch sehr viel Freude bereitet hat. Checkt es drüben bei den Pietsmiets aus. Das ist ein cooles Spiel, was sie da erfunden haben. Heute sind unsere Kandidaten Steph, Sira, Kay Hallo. und Exido. Hi. Ich bin der Jansler und ich moderiere das Ganze heute. Kurz zu den Regeln. Ich hab's richtig, aber ich hab's falsch. Funktioniert wie folgt. Reihum wählen die Spieler eine Fragenkategorie und eine Wertigkeit aus. Je nach Wertigkeit gibt es mehr oder weniger Zeit und mehr oder weniger Punkte. Das seht ihr auf dem Spielplan. Ziel des Spiels ist es, so viele meiner Fragen wie möglich falsch zu beantworten. Na, wenn ich zum Beispiel die Frage stelle, nenne ein Tier mit vier Beinen, wäre die richtige Antwort zum Beispiel Kuh, aber Tausendfüßler. die darf nicht genannt werden. Ach so. Das heißt Tausendfüßer. Das wäre zum Beispiel richtig. Gleichzeitig ist es nicht erlaubt zu sagen Mensch, weil ein Mensch ist kein Tier. Na, also es muss schon dann ein Tier sein, aber es darf nicht vier Beine haben. Das gilt. Ja, so viel dazu. Wir spielen heute folgende Kategorien: Haftbefehl, Let's Play, Sternchen und Schwanzträger. Was sich dahinter ver... Ernsthaft? Jetzt schon? Entschuldigung. Was sich dahinter verbirgt, das sehen wir, wenn die Kategorien gespielt werden. Wer möchte denn aus der Runde beginnen? Gibt es so einen farbigen Würfel, wo er das auswirkt? Steffel. Steph will. Ja, okay, ich fange Okay, Steph, wähle eine Kategorie und einen Wert. Oh je. Ich bin mal gleich einfach. Ich will Schwanzträger mit 30 Sekunden. Also Schwanzträger 100 für Steph. Okay, kann bitte jemand bei dem Timer 30 Sekunden einstellen? Ja, kann ich machen. Ja, und dann auf Play, auf mein Kommando. Ja. Bereit? Okay, Schwanzträger 100 für Steph. Los, wer hat den kleineren Penis, Mensch oder Pferd? Mensch. Falsch, Steph ist raus. Oh, das ging aber schnell. Das sind 0 Punkte für Steph. Schreib's dir bitte irgendwo auf. Oh, das ist aber wirklich schwierig. Man möchte nämlich die richtige Antwort sagen. Ich hätte den gleichen Fehler gemacht. Ich auch. Kann man das nicht irgendwo hier eintragen als Liste? Warte mal. Ja, schreibt's euch irgendwie auf den Tisch oder so. Ja, auf dem Tisch, genau. Ja, warte, ich mache eine Liste. Falsch. Antworte falsch. Schreiber, ne? Also, ich habe schon Papier hier. Okay, du hast Papier, gut, dann macht Steph die Punkte für alle. Ich mache immer Papier. Okay, wir machen Uhrzeigersinn weiter. Als nächstes wäre Exit dran. Kommt es nicht eigentlich auf den Menschen oder das jeweilige Pferd an? Das sind Mini-Ponys, die haben sich einen kleineren. Aber ich glaube, Mini-Ponys haben immer noch größere Lörrisse als ein Mensch. Also, Exido ist als Also nächstes Long dran. Long Silver ist kein Pferd, möchte ich mal sagen. Ja. Okay, Okay, okay. Exido, du bist Ich, als nächstes dran. ach Welche du Kategorie Scheiße. möchtest du? Ich nehme mal die goldene Mitte. Let's Play 300. Alles klar. Let's Play 300. Das sind 20 Sekunden, bitte einstellen. Mach ich. Bereit? Nein, aber mach. Die Zeit läuft ab jetzt. Nenne einen Special Infected aus Left 4 Dead, außer den Spitter. Spitter. Nach welcher Speise ist ein desaströser YouTuber-Film benannt? Crème brûlée. Welches Point-and-Click-Adventure von Dedelic spielt nicht auf einer Müllhalde? Deponia. Wahr oder falsch? Gronkh heißt Erik Range. Wir sind, glaube ich, schon Ist schon raus, oder? vorbei. Oh, alles klar. Das müsst ihr mir sagen. Übrigens, das wäre Okay. falsch. Ja, gut, Aber lasse ich aber den nicht mehr Punkt kriege ich gelten. nicht mehr. Ja, Alter, das ist sind das drei. assi, ey, Das Mann. sind schon mal Aber drei. ganz ehrlich, das mit der Speise, das hat mich. Das Doofe ist, ich habe nach der richtigen Antwort gesucht, damit ich. Ja, ach nee, das ist ja das Problem. Ja. Da suchst du direkt nach der richtigen Ja, ich Antwort. habe dann einfach irgendwas gesagt. Ja, es wäre Kartoffelsalat, wäre falsch gewesen.
Zum Glück habe ich nicht Kartoffelsalat gesagt. Ich habe irgendwas genommen, wo man nie einen Film danach benennen wird. Ich wollte gerade sagen, ich wollte noch sagen, sag Gurkensalat, aber das ist nicht, ich bin ja gar nicht dran. Okay. Gut, das sind dann drei richtig beantwortete Fragen, sind 900 Punkte für dich. Juhu! Erster. Aufschreiben bitte. Jo. Wundervoll. Dann, Sira. Ich nehme Sternchen 100. Sternchen 100. 30 Sekunden. Ich stelle ein. Achtung, fertig, los. Sarah oder Pietro, wer ist die Schlampe? Scheiße, warte. Pietro. Wer war noch nie auf dem Mond? Neil Armstrong. In welchem Format schickt RTL Promis in den Dschungel? DSDS. Nenne einen Fernsehkoch außer Frank Rosin. Frank Rosin? Ist ein Comedy Central Roast böse oder nett? Ende. Das waren 1, 2, 3, 4. Das mit dem Mond ist fies, wenn du da versehentlich Lance Armstrong sagst. Das ist richtig assi, da muss ich mich richtig konzentrieren. Ja, das sind 400 Punkte für Sira. Yeah! Krass, echt krass. Das ist nice. Okay. Okay. Boah. Darf ich jetzt schon heulen? Ja, mach. Ich nehme Let's Play 200. Let's Play für 200, 25 Sekunden. Setz mir selbst ein. Okay, überhaupt nicht shady. Okay, Let's Play. Scroll. Muss ich eben hier nochmal die Frage machen. Okay. Achtung, fertig, los. Nenne eine Klasse, die nicht in Team Fortress 2 vorkommt. Penis. Leider Falsch. Raus. Die Penis-Klasse, Scheiße! Die Penis-Klasse gibt es tatsächlich nicht in Team Fortress 2. Ach, Scheiße! Die nicht vorkommt. Ja. Ach, Gott! Medic, Scout, Tank und Co. Engineer. Ja. Ja. Okay. Steph. Ich hoffe, ich mache einfach nochmal Schwanzträger für 200, weil ich glaube, 100 ist weg. Ja, weil da siehst du halt dich drauf. In der Kategorie. Schwanzträger kennst du das nicht aus. Alles klar. Kriegst du. Das sind dann 25 Sekunden. Und deine Zeit läuft. Ist die Zeit bereit? Mhm. Deine Zeit läuft ab. Jetzt, ergänze, Luke, ich bin dein... Mutter. Wie viele funktionsfähige Hoden hat ein Ochse? 20. Nenne einen ehemaligen Bundeskanzler der BRD. Wolfgang Petri. Wenn eine Sache schwere Folgen hat, zieht sie sprichwörtlich den Schwanz welchen Tieres nach sich? Hund. Das Staatsoberhaupt welchen Landes beleidigte Jan Böhmermann mit einem Schmähgedicht? Kalifornien. Ende. Zählt noch. Aber Kalifornien ist kein Land. Zählt nicht. Es ist Staat. Oh, es ist ja, also da müsst ihr jetzt überlegen. Kalifornien ist kein Land. Wir können jetzt entweder sagen, Zeit war um, oder wir sagen, das war eine falsche Antwort. Ich sag, Punkte. Wir sagen, Zeit war um. Das ist Zeit war okay, um. Alles klar. Es wäre nämlich nicht die Türkei gewesen. das sind dann 1, 2, 3, 4 mal 200, sind 800 Punkte für Steph. Ne? Also hätten wir diese falsche Antwort gezählt, wäre auch hier die Runde mit 0 Punkten beendet gewesen. Machen wir nicht. 800 Punkte für Steph. Mama, ich hab Stress. Exido. Ach du Schande. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, was Haftbefehl ist, aber ich nehme einfach mal Haftbefehl 500. Haftbefehl 500. Das alles sind klar. Sekunden. Jupp. Wenigstens zwei. Achtung, fertig, los. Welches Tier versteckt sich im Namen des Rappers Alligator? Nilpferd. In welcher Stadt befindet sich das Bundesverfassungsgericht? In Köln. Welcher Rapper ist nach einem Geldbetrag benannt? Ah. Okay. Das sind 1000 Punkte. Solide. Habt ihr denn jetzt mittlerweile so raushören können, was die Kategorien bedeuten? Haftbefehl, so Politik... So teilweise, ich glaube teilweise Rap, teilweise Gesetzes-Sachen. Ja. Let's Play. Gaming. Let's
Und noch irgendwas anderes wahrscheinlich. Ja, es sind alles zwei Themenkomplexe. Okay. Was waren denn nochmal für Fragen bei Let's Play alles mit drin? Ich hab da so, so drauf geachtet, die falsche Antwort Games zu geben. Games und Let's Player. Ah. Okay, dann ist jetzt Sira wieder dran. Oh Gott, ich will nicht. Sternchen 500. Sternchen 500, das sind 10 Sekunden für Sira. Ja. Ich werde es bereuen. Achtung, fertig, los. Welcher Schokoriegel ist nach einem Planeten benannt? Venus. Wie hat sich Daniel Kübelberg umgebracht? Mit Feuer. Okay, Zeit um. Zählt noch. Ja, es sind 2x 500. 1000 für Sira. Boah. Kann ich jetzt schon aussteigen, Alter? Das geht mein Kopf nicht hin. Nimm dir irgendeine 500er, dann hast du schnell hinter dir. Ja, ohne Punkte oder was? Ja, klar. Wenn du kannst dir ja Zeit lassen. Ach so, nein. Ja, gut, komm, Let's Play 500. Komm, gib Gas. Let's Play für 500, das sind 10 Sekunden. Stell selbst ein. Ja. Achtung, fertig, los. Nach welchem Mitglied ist der Kanal Pizmeet benannt? Kanalratte. Das ist kein Name. Kein Name von denen, ja. Also ich hätte einfach Brammen gesagt. Ja, nee, also es hätte irgendein Vorname gegolten, außer Peter. Ach so, weil ich hätte jetzt gedacht, wenigstens, dass man ein Mitglied nennt, aber nicht Peter. Nee, das hätte ich gelten lassen. Aber was Kay gesagt hat, ist halt nicht mein Name. Tut mir leid. Kein Thema, ich verstehe es. Ja. Steph, der Punktestand? Wir haben 800 Punkte für Steph, 1900 für Axido, wir haben 1400 für Sieger und nur für Kay. Okay, das kann sich aber noch alles wandeln. Steph, deine nächste Runde. Ja, dreimal darfst du raten. Schwanzträger 300? Nee, Schwanzträger 500. Alles ja, irgendwie klar. Irgendwie habe ich das jetzt auch befürchtet, das wollte nämlich ich haben. Steph hat schon ihre Lieblingskategorie gefunden. Okay, 10 Sekunden für Steph. Laufen ab. Jetzt, wahr oder falsch? Heuler sind Robbenbabys. Wahr. Du bist raus. Hä? Heuler Robbenbabys nennt man Heuler. Ernsthaft? Hätte ich aber auch nicht gewusst. Ich hätte es auch nicht gewusst, aber irgendwie, ja. Ich habe gerade an Pokémon gedacht. Ja, weißt du, Jurob setzt Heuler ein. Geht das? Ja, das wäre tatsächlich sehr sinnvoll. Ich hatte jetzt eher an Wölfe in dem Sinn gedacht, dass man die als Heule bezeichnet auch noch, aber. Hm. Ja. Das tut mir leid, Steph. Nee, kannst du ja nichts für. Alles gut. Okay. Was du das sagst? Ich wäre dann einfach nur, um die Lücke zu schließen, Let's Play 400. Let's Play 400, das sind 15 Sekunden. Okay. Ja. Hast du? Ja. Okay. Timer mir, was war das jetzt mal? 15 Sekunden. 15, 14 nicht, alles klar, ja. Let's Play für 400. Achtung, fertig, los. Wer kann dich hören? Sleeper oder Lucid? Lucid. Ist Clickbait ein Begriff aus dem Angelsport? Ja. Wahr oder falsch? Luke ist der Sidekick von Professor Layton. Das ist falsch. Mit welcher YouTuberin ist Gronkh zusammen? Ja. Oh, Zeitung. Okay. Bibi. 400 sind 1600. Nee, warte. Nein, die Zeit war bei dem letzten abgelaufen, also Bibi so, zählt ja, nicht mehr. Nee, den habe ich. Achso, warte mal. Nee, das sind dreimal. Ja. Das sind 1200. Da ist versehentlich mein Pokéball übrigens losgegangen. Tut mir leid. Ich denke mir gerade so, was ist das jetzt? Wer hat das eingeschaltet? Also, wer hat hier noch die Nerven nebenbei Let's Go zu spielen? Tue ich gar nicht. Also ich dachte schon. Nur, vielleicht kommt eine Frage, wo... Vielleicht wäre eine Frage gekommen, wo Evoli irgendwie als Antwort gepasst hätte. Da hätte ich den geschüttelt und dann hätte mein Evoli Hallo gesagt. Okay, also. Steph, hast du 1200 für? Ja. Alles klar. Gut, Sira. Dem Sternchen 400. Sternchen 400. 15 Sekunden, okay. Ja, 15 Sekunden sind bereits schon eingestellt. Moment, muss noch grabben. So, ja. Achtung, fertig, los. Wie lautet der tierische Spitzname von Daniela Katzenberger?
Ratte? Womit fliegt man in den Weltraum? Flugzeug. Als welche Comedy-Figur ist Ilka Bessin bekannt? Das waren zwei, sind 800 Punkte. Darf ich bitte wissen, wer wirklich die Antwort auf die letzte Frage war? Sind die aus Marzahn. Scheiße, das hätte ich gesagt, weil ich dachte, das ist sie nicht. Gut, dass ich nicht dran war. Ja, sehr gut. Okay, Kay. Ich will nicht. Ich hab keine Lust mehr. Nimm Schwanzträger. Schwanzträger 300. Okay, Schwanzträger 300. Sind 20 Sekunden für dich. Stellst du mich ein? Kann das gleich jemand anderes einstellen? Ich glaube, das ist so schlechtes Karma, was ich verteile für mich selbst. Okay, oh, also Gott. Schwanzträger 300 für Kay. Deine Zeit läuft ab. Jetzt, um welchen Schauspieler drehte sich das sogenannte Gosling-Gate? Leonardo DiCaprio. Nenne ein domestiziertes Haustier. Schildkröte. Nee, Schildkröten kann man als Haustiere halten. Tut mir leid, Kay. Ah! Ich dachte jetzt eher das, was am häufigsten benutzt wird. Nee, also ein Tier, was man nicht als Haustier hat. Zum Beispiel Elefant, Giraffe oder ein Löwe oder sowas. Würde Wal gehen? Ja, ein Wal würde gehen. Okay. Wahl wäre falsch und damit richtig. Sorry, Kay. Ich flipp gleich den Tisch. Nein, nicht. Das wäre ein bisschen unfair. Erst am Ende, bitte. Ja, erst am Ende. Oh, gut. Steph. Haftbefehl 200. Haftbefehl für 200. Das sind 25 Sekunden, Kay. Ja. Achtung, fertig, los. Nenne ein Beispiel für ein Kavaliersdelikt. Mord? Wahr oder falsch? Andrea Berg ist im Hip-Hop aktiv. Wahr? Ist Vergewaltigung eine Straftat? Nein. Wo werden Kriminelle eingesperrt? Krankenhaus. Wer steckt hinter dem Künstlernamen Polizistensohn? Andrea Berg? Das Zeigen welches Fingers gilt als Beleidigung. Stopp. Du darfst noch antworten. Du darfst noch antworten, ich habe mich versprochen gehabt. Ja, danke schön. Lass ich gelten. Wegen zwei Versprechern. 1, 2, 3, 4, 6 mal 200, wa? Und 1200. Andrea Berg war eine geile Antwort. Ja. Als vorher schon mal irgendwie dran war. Boah, da habe ich selber Stress bekommen. Nee, aber Krankenhaus war tatsächlich auch das, was ich gedacht habe bei der einen Frage, wo man hinkommt. Ja, klar. Ich hätte sonst noch Kindergarten gesagt und das war mir auch zu skurril. Das war mir ein bisschen zu. Ja, wenn man... Wenn man Edati kommt in den Kindergarten. Genau. Exido. Ja, da ich Lücken überhaupt nicht mag und die einzige einstellige Lücke hier noch die Schwanzträger für 100 ist. Was ist mit Let's Play? Ja, da ist noch die 100 von Haftbefehl daneben. Alles klar. Gut, befriedigen wir dein Spleen mit Schwanzträger für 400. Sind 15 Sekunden, Kay. Mhm. Bereit? Mhm. Achtung, fertig. Oh, warte, falsche Kategorie. Ich muss weiter scrollen. So, jetzt. Achtung, fertig, los. Nach welchem Staatsmann ist der Bismarck-Hering benannt? Hitler. Nenne einen Autor aus der Antike. Goethe. Nenne ein besonders großes Tier. Tausendfüßler. Wer hat Amerika entdeckt? Stopp. Das sind drei. 3 mal 400 sind 1200 für Exido. Und meine Damen und Herren, ich habe Stress. Sira. Sternchen 300. Sternchen für 300. Das ist offenbar deine Kategorie. Sind 20 Sekunden für Sira. Bereit? Okay. 30. Was? 20. Mhm. 29. Okay. Achtung, fertig, los. Welche namensgebende Farbe haben Löcher im Weltall? Rosa. Wie heißt der Mann von Carmen Geißen? Horst
Welcher Planet teilt sich den Namen mit einer Erotikmesse? Mars? Wie heißt Barbara Schöneberger mit Vornamen? Ja. Okay. Okay. Gut, das sind, warte. 1, 2, 3. 900. 3 mal 3, 900, genau. Okay. Soll ich ein Stoppschild aufbauen? Nee. Deinen Protest nehme ich auch so zur Kenntnis. Haftbefehl 300. Haftbefehl für 300. Das sind 20 Sekunden. Sie. Axito! Ja. Nein, du musst das schon anders machen. Warte. Nee. Anders. Guck mal, das muss weg. Das ist ein Sopp-Schild. Ein Sopp-Schild. Ja, ein Sopp-Schild. Also Homer wäre stolz auf dich. 20, ja. Okay, jetzt 20 Sekunden, okay. Haftbefehl 300. Achtung, fertig, los. Nenne einen Song, der nicht von Peter Fox ist. In the End? Ja, richtig. Also damit falsch. Falsch. Scheiße. Ja. Oh, ich bin so dämlich. Stadtaffe, alles neu, Haus am See. Ich hätte auch alles von Seed gelten lassen. Oh, heißt das Ding, wo er mit im Refrain mit Guten Morgen Berlin anfängt, heißt das auch so? Ja. Ah, okay. Ich kenne den sogar nicht, ja, egal. Was oh, snap. Okay, Steph. Bevor wir in die letzte Runde gehen, sag bitte nochmal den aktuellen Punktestand. Es tut mir so leid, Kay. Bei mir brauchst du gar nichts zu sagen, sonst werde ich sauer. Okay. Ich schreibe das extra noch auf. So. Wir haben momentan Axido auf dem ersten Platz mit 4.300. Gefolgt von Sira mit 3.100. Woo! Und dann kommt Steph mit 2.000. Alles klar. Dann haben wir alle drei aktiven Mitspieler versorgt. Okay, wir starten in die letzte Runde. Warte mal, 4.300, nee, wie viel? 4.300 hab ich? 4.300, ja. Und sie hat 3.100. Das heißt, wenn sie jetzt Haftbefehl 400 nehmen würde und... Das nehme ich. Och Mann, ich hätte es gern spannend gemacht. Meins! Okay, 15 Sekunden für Steph. Ja. Alles klar, Kay? Mhm. Achtung, fertig, los. Ab welchem Alter ist der Erwerb von Bier in Deutschland gesetzlich erlaubt? 2. Gib mir einen Beat. Richtig. Womit fesselt die Polizei Verdächtige? Seile. Wahr oder falsch? Der Abu Shaka Clan ist eine gemeinnützige Organisation. Zeit um. Das sind 3 mal 400. 1200 für Steph. Warum lachst du so? Gib mir einen Beat. Richtig. Ja, das einzig Richtige ist, die Fresse zu halten. Komm, das ist so geil. Aber Steph hat sofort gerafft. Oder zu lang nachgedacht. Nein, Professor Layton, sei Dank. Professor Layton, sei Dank. Ja, vierter Teil. Ich musste diese Tür hier öffnen. Ah, ja. Nichts, was ihr tut, könnte mich dazu bringen. Ja, ja. Ja, nice. Sehr schön. Das freut mich, dass ihr an meinen Fragen so Spaß habt. Alles klar. Exido, bitteschön. Okay, ich hätte gerne... Ach, dann nehmen wir diesmal Let's Play 100. Let's Play für 100. Das sind 30 Sekunden für Exido. Mhm. Achtung, fertig, los. Welche Nummer hat Mew im Pokédex? 150. Für welche lukrative Straftat wirbt Montana Black? Raub. Nenne eine Sportart, die sich in Rocket League wiederfindet. Basketball. Du bist raus. Ja, es eben, gibt tut Basketball es tatsächlich. Ja, das ist mir beim Sagen dann auch aufgefallen.
Ich hatte eigentlich sogar gehofft, weiß ich nicht, bis auf 5 Sekunden runterzukommen und dann eine falsche Antwort zu geben, aber bin leider. Weil es lustiger wäre, meinst du? Ja, weil mir kann ja so nichts mehr passieren. Ich hätte es gleich bei der ersten machen sollen. Gleich so richtig erst Zeit abwarten und dann eine falsche Antwort geben. Wie der Typ bei Wer wird Millionär, der so einen Telefonjoker nimmt und dann einfach Grüße sendet, weil er die Antwort sowieso schon hat. Richtig, oh, der war gut. Okay. Sira. Na, Sternchen 200. Sternchen 200. Gib mir das Sternchen. 25 Sekunden für Sira. Jetzt musst du schnell antworten. Dann kriegst du mich noch. Nee, das mache ich nicht. Komm ich nur in Stress. Okay. Bekommst Stress, wenn du mich besiegst oder was? Mhm. Achtung, fertig, los. Was ist heißer, die Sonne oder der Pluto? Pluto. Wer gewann mit Satellite den Eurovision Song Contest? Katja Krasavitsch. Ergänze Sonne, Mond und? Himmel. Welcher US-Präsident war zuvor ein Reality-TV-Star? Ende. Okay, das sind 3 gewesen. Sind 600, ne? Ja. Okay. Kay. Letzte Runde. Haftbefehl 100 für dich. Mhm. Das sind 30 Sekunden. Mhm. Achtung, fertig, los. Wie lautet die Rufnummer der Polizei? 112. Rap ist die Abkürzung und steht für Rhythm and... Penalty, keine Ahnung. Was ruft man, wenn man in Not ist? Scheiße! Wahr oder falsch, das Cembalo gehört zum Hip-Hop? Okay, die Zeit ist dumm. Das waren 300 für Kay. Gehört's dazu oder nicht? Es gibt nee, Cembalo ist das, was so ein bisschen klingt wie so eine Mischung aus Klavier und Gitarre bei den alten Mozart-Stimmen und so. Ich wette, es gibt irgendeinen, der hat das auch gesampelt. Aber es ist nicht charakteristisch für den Hip-Hop. Ja. Na, okay. Gut. Steph, wie lautet das Ergebnis? Ja, wie soll ich? Wie hättet ihr es gerne? Von unten nach oben, würde ich sagen. Ab weil Platz 3. Dann wird's nee, naja, vom... Obwohl. Danke, halt, das halt war spannend. Das Ergebnis. Platz 4 geht an Kay offenbar. Platz 3 geht an Steph mit 3200. Okay. Platz 2 geht an Sira mit 3700. Und Axidor mit 4300. Wow! Applaus. Wow. Axidor ist der Schlauste? Dümmste? Nee. Ich weiß. Das ist, glaube ich, ein anderes Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch wieder ein, wenn es nächstes Mal heißt. Ich hab's richtig, aber ich hab's falsch. Ciao. Tschüss. Bye. Bye, bye.